Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Dungeon 2, wo wir uns vorbereiten um die... wie hieß sie jetzt nochmal? Melisande? Genau, ich glaube so hieß sie, um sie Platz zu machen, um sie aufzuhalten, die toten Helden zu wiederzubeleben. Ich würde sagen, wir legen los, uns vorzubereiten. Aber das machen wir natürlich Schritt für Schritt. Ich denke mal, wir dürfen in diesem Level nicht zu schnell voranschreiten, weil es dann vielleicht auf Zeit gehen wird, dass wir vor der Melisand die Helden wiederbeleben müssen. Und deswegen will ich eher Gemach die Sache angehen. Warte mal, hier können wir jetzt die letzten... Ne, hier will ich die Alchemistenstube machen. Mana-Gruft haben wir schon. Ach genau, ich kann mal mehr Arbeiter machen. So, dass wir 8 Stück haben. Das dürfte für den Anfang erstmal lang. Hier wäre es doch eigentlich besser, den Friedhof zu machen. Oder wir müssen ja auch die Schmiede machen, ne? Stimmt. Oder wir machen die Schmiede hier und den Friedhof. Den Friedhof machen wir mal hier hin. Ich mach den mal was. Ich mach den erstmal so groß. Vielleicht können wir den noch größer machen. Oder wir müssen den sogar noch größer machen. Das sehen wir dann. Vielleicht noch hier zu dieser Fläche mit. So, das dürfte dann als Größe reichen. Bei der Friedhof haben wir gemerkt, im letzten Level, da reichen diese 8 Felder nicht so wirklich. Weil die Untoten ja sterben, wie die fliegen. Von daher will ich da ein bisschen vorbereiteter sein. Dann machen wir hier den Baderaum mal hin. Der Baderaum erstmal dort so. Wir haben nicht genügend Gold. Dann können wir den Mana-Raum noch vergrößern. So, da hat jetzt die Endgröße erreicht. Alchemiestube kommt dorthin. Oh, dahinter sind Spinnen oder sowas. Ich denke mal Spinnen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Holen sie auch da. Vielleicht. Nein. Vielleicht können wir hier schon mal ein bisschen buddeln lassen. Machen wir das so wie immer. Dass wir hier bis zum niedrigsten Punkt sind. Dass wir hier wieder die ganze Karte ausholen werden. Nach und nach aber nur. Machen wir erstmal das Stück. Wir wollen jetzt hier nicht übertreiben. Das Stück erstmal. Die haben wir hier auch noch zu tun. Vor allem müssen wir schauen, dass wir erstmal hier wieder zumachen und das Geräume bauen. Aus den nahegelegenen Dörfern schickte die Allianz Truppen, die sich zum Dungeon des mit Fallen hantierenden Bösen aufmachten. Das verderbende Böse knackte vor Vorfreude mit den Fingern. Ja, das würde ich ja machen, aber... Das forschende Böse hatte ein Alchemielabor errichtet. In dieser Einrichtung mit modernster Ausstattung konnten Skelette wahre Wunder vollbringen und Tongefäße in geradezu absurder Geschwindigkeit herstellen. Das wissen wir bereits. Wir hatten diesen Raum ja schon mal gemacht. Ich frage mich jetzt, warum er das nochmal sagt, aber gut. Wir haben jetzt ein Problem, dass wir halt noch nicht die Einheiten haben. Wir müssen erstmal die Schrecken machen, damit wir forschen können. Damit wir unsere Kapazität auch erhöhen. Ich denke mal, dass der... was Bartas das alleine schaffen wird gegen die. Ich hoffe doch mal. Mach mal 2 Stück. 2 Schrecken dürfen reichen. So, jetzt dürfen wir auch nochmal langsam genug Gold rankriegen. Dann haben wir hier schon mal den Baderaum fertig. Goldkammer ist auch fertig. Malerraum ist auch fertig. Alchemistenlabor müssen wir noch größer machen. 750 Gold. Na, das werden wir bei Zeiten doch reinkriegen, oder? Komm schon. So, dann ist der Raum fertig. Na, noch nicht ganz. Wir brauchen noch die Alchemietische. Die kosten ja auch noch mal ein wenig. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Du musst mal eben da aushelfen. Schaffst du das? Na, ich denke mal schon. Ah, die kommen jetzt doch noch zur Hilfe. Aber die dürfen nicht sterben. Wir haben noch keinen Friedhof. Das wäre jetzt sehr schlecht. Machen wir mal einen Alchemie-Tisch hier hin. Heute versagt schon wieder meine Stimme. Gar nicht gut.
Jawohl, die hätten wir besiegt. 500 Gold. Oh, machen wir erstmal ein Skelett, damit wir überhaupt schon mal einen haben, der daran arbeitet, der schon mal die Gefäße herstellt. Wie war das? Wir brauchten 100 Mana für Erweiterung. Und 500 Gold auch wieder. Ich glaube, Gold wird erstmal unser Problem sein. Wir vergrößern uns aber so erstmal nicht. Wir wollen nicht an 10 Fronten gleichzeitig kämpfen. Wir wollen erstmal die Räume so langsam in Gang bringen. Hier noch einen Alchemietisch und dann da noch ein. Kleinen, aber feinen Alchemieraum. Der auch schön eingerichtet ist. Passt da ganz gut mit dem Alchemietisch da in der Ecke. Finde ich schön. Und noch einen hier. So. Da brauchen wir jetzt nur noch Skelette. Wo wir aber Gold wir brauchen. Wie immer. Gold ist das Element des Lebens hier bei den Untoten. Mann, die sind untot, brauchen aber trotzdem noch Gold. Aber gut. Vielleicht wollen die sich ja eine neue Quietsche-Ente kaufen für ihren Badespaß, wer weiß. So, noch ein Skelett geholt und dann können wir uns nochmal ein Skelett holen. Dann haben wir drei Stück, dann haben wir drei Stück, die auch Tongefäße herstellen. Und dann können wir bald den Friedhof erforschen. Der Altar ist fast fertig errichtet. Schon bald werden die Helden wiederbelebt sein und wir werden das Böse verbrennen. Oh ne, jetzt sagt mir nicht, wir müssen hier auf Zeit agieren, ey. Das wäre wirklich richtig schlecht. Weil die Untoten total schwach sind. Im Nahkampf. Also im Kampf allgemein. Bis man die nicht aufgewertet hat. So wie die Dämonen auch. Die sind auch sehr schwach. Da haben mir die Orks bisher am meisten zugesagt von der Kampfstärke. Das dürfen wir aber doch schon irgendwie hinbekommen. Oder? Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir haben zwei Tongefäße, wir brauchen drei. Aber gut, dass wir die direkt gemacht haben, so steigen sie auch schnell Produktionslevel an. So, das dritte Tongefäß ist fertig. Dann leeren wir den Friedhof. Ganz wichtig. Den können wir dann auch hier hinbauen. Dafür brauchen wir jede Menge Gold. Mann, 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 immer diese Goldprobleme. Komm, das könnt ihr auch mit abbauen. Kann man dann wieder zuschütten. Genauso wie die beiden. Oh, und hier die drei. Müsst natürlich jetzt ein bisschen weit latschen, bis wir das Gold abgeliefert haben. Aber können wir jetzt gerade nicht ändern. Wir haben jetzt andere Probleme. Wir müssen uns um den Wachstum kümmern. Wieder zugeschüttet werden, genauso wie da. So, das sieht mir schon... Es sieht schon viel besser aus. Ach, da müssen wir auch noch... Gut, dann da auch noch zu. Zahltag. Oh ja, Zahltag. Mann, ich brauche doch das Gold und vor allem brauche ich den Friedhof, verdammt. Wurde von der Produktivität erhöht. Was ja prinzipiell gut ist, nur ist es keiner da zum Arbeiten gerade, wegen Zeittag. So, der Raum für den Friedhof ist fertig. Nur der Friedhof ist noch nicht fertig. Ja, hier kommt die Schmiede hin. Größere Goldhaufen. Sollen sie mal lernen. Oh, da sind schon die Feinde sind in den Dungeon Gegner. Eingedrungen. Kriegst du das hin, Bartas? Oder du brauchst anscheinend deine Unterstützung, ne? Ah, die kommen schon zur Hilfe. Na gut. Hauptsache, es geht keiner von meinen normalen Arbeitern drauf. Also Kreaturen. Bartas kommt ja wieder, nur die anderen nicht, weil wir keinen Friedhof haben. Ah,
Ja, nur noch der kleine Musikant, den hauen wir auch mal weg. Sehr gut. Das hat wenigstens gut funktioniert. Hier lernt man noch weitere Vergrößerungen des Dungeons. Jetzt haben wir ja auch das Gold dafür. Mit ihr macht mal bitte den Friedhof fertig. Alles andere kann noch warten. Friedhof ist am allerwichtigsten. Ja, ist jetzt gleich fertig. Genau jetzt. Sehr gut. Nee, da war hier der Friedhof da. Der wird teuer. Oh, der wird verdammt teuer. Machen wir den erstmal klein. Dann ein Grab hier. Also 8 Gräber müssen wir mindestens haben. Das haben wir im letzten Level gelernt. Dass die wie die Fliegen sterben, die Untoten. Und dass wir deswegen lieber mehr Gräber haben sollten. Mal ein bisschen weiter die Mauer hier weg machen. Da haben wir irgendwas mit Spinnen. Deswegen grabe ich mich da noch nicht hin. Und hier oben sowieso noch nicht da, wo wir hin müssen. Weil ich denke mal, dass wir so ein bisschen Zeit gewinnen. Hoffe ich doch. $350, das ist natürlich schon sehr teuer. Bevor ich mal hier zusammenrufen. Kostet ja normaler zum Glück. $500 brauchen wir dafür. Komm, machen wir. Die sind da jetzt das untote Übel am Verehren. Sollen sie ruhig machen. Jetzt haben wir 3 Gräber. Jetzt kann ich schon ruhigen Gewissens in den Kampf gehen, denn ich weiß, unsere Truppen werden so oder so nachspawnen. Da bin ich dann schon mal beruhigt. Na gut, den Raum müssen wir natürlich noch sehr viel größer machen, aber alles nach und nach. Gold ist momentan unser Hauptproblem. Vielleicht... Was heißt vielleicht? Ich mache das, glaube ich, so wie immer. Obwohl es jetzt ein bisschen heftig wäre, oder? Was soll's? Was soll der Geiz? Wir machen das jetzt. So können sie dann hier ruhig buddeln. In der Zwischenzeit. Halb so wild. Ne, komm, das lassen wir. Wir wollen jetzt hier nicht zu sehr übertreiben. Können wir ja alles nach und nach abtragen. Die Forschung ist beendet. Die Fahne haben wir schon mal. Machen wir nochmal die Kapazität der Bevölkerung. Das haben wir schon fertig, beides. Lernen wir mal die Türe, um die Produktion auch zu steigern. Ja, und alles andere brauchen wir natürlich wie immer mehr Gold. Gold, Gold, Gold. Das ist das große Problem. Hier kann ich nochmal eine Schatzkammer errichten dann. Da müssen sie auch nicht so weit laufen. Was momentan ja noch das große Problem ist. Ich gucke mal, dass ich 4 Skelette habe und auch 4 von den Schrecken. Fand ich eigentlich ganz gut, diese Kombination 4 Skelette. Wenn sie dann nachher mit dem Bogen schießen können, sind sie dann auch deutlich effektiver. Die Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. In erster Linie soll sich Bartas darum kümmern. Also, der kriegt jetzt erstmal einen drauf, weil der noch am Liegen war. Die anderen kommen sowieso als Unterstützung, von daher ist es auch egal. Ja. Es ist Zahltag. Na super. Weißt du was? Komm, machen wir hier mal einen kleinen Goldraum. Vorerst. Wenn es dann nachher hierhin verlegen, wo die Goldquelle auch ist. Dann müssen sie aber wenigstens nicht auf lange Sicht so weit laufen. Das erleichtert dann schon mal die Arbeit.
wenn alles schneller und effektiver ist, ist es auch für uns besser. Oh, hier ist irgendwas Böses. Dann machen wir mal langsamer. Wir wollen ja jetzt hier nicht noch gegen weitere Gegner kämpfen, wenn wir hier noch nicht mal so ganz gut aufgestellt sind gegen die Feinde. So, das Geld kommt langsam ran. Noch einmal Gold, komm schon. Da haben wir es. 8 Kleber brauchen wir. Das ist doch ein bisschen Arbeit für uns. Was können wir denn noch forschen? Machen wir doch mal hier den Eisspeer. Das haben wir fertig. Die Türe haben wir auch. Laboratorium, ganz wichtig. Damit wir unsere Einheiten schnellstmöglich verstärken können. Lassen wir das mal durchlaufen. Dann können wir Laboratorium auch schon mal hier hinbauen. So, 2 Felder. Soll die Schatzkammer betragen. So. Können wir die da gleich unten abreißen. Hier noch das Stückchen. Sehr gut, das reicht uns. Dann habt ihr da auch genügend Fläche zum Ablegen und müsst nicht so weit laufen. Es wird bald wieder unter uns wandeln, meine Freunde. Der Altar ist fast fertiggestellt. Ich hoffe wirklich, das geht nicht auf Zeit. Das wäre wirklich sehr doof, weil ich bin absolut nicht vorbereitet, das Ganze jetzt hier auf Zeit zu lösen. Können wir doch schon mal rein theoretisch hier schon mal 2 Türen reinhauen. Dann ist dieser Raum noch effektiver. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Da haben wir Spinnen, da wollen wir nicht weiter voraus. Wenn die das hier alles abgebaut haben, haben wir ja auch Gold, 2 Goldquellen, die wir anzapfen können. Dann läuft das Ganze schon mal viel schneller mit dem Gold. Ja, stimmt, die Arbeiter können ja gar nicht in der Produktivität steigern. Außer wir würden sie verbessern im Laboratorium, was wir jetzt auch gerade haben. Versuchslabor, 300 Gold. Sehr gut, jetzt brauchen wir nur noch einen Zombie. Einen Zombie brauchen wir. 250, das haben wir auch jetzt den Moment. Komm schon. Ich bin froh, wenn wir die dann direkt verbessern können. Als erste Amtshandlung. Kostet wiederum 1000 Gold, das sparen wir uns mal eben zusammen, weil dann arbeiten die Arbeiter direkt von Anfang an effektiver. Oh nein, 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 das ist gar nicht gut. Mist. Feinde, Elementarfeinde, das ist nicht gut. Wir haben ja gar keinen Blutsauger, sehe ich gerade. Kann ich jetzt auch nicht herstellen, weil ich Einheiten in der Hand habe. Na komm, das werdet ihr packen. Und wenn nicht, ihr werdet ja jetzt wiederbelebt. Kriegen wir noch vernichtet. Könnten wir dann einen weiteren Mana-Raum machen? Ich würde sagen, machen wir auch. Warum nicht? Ist ja nicht verkehrt. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Oh nein. Das ist jetzt überhaupt nicht gut. Und der Zombie ist da ganz alleine. Der Zombie ist tot. Stirb doch. Ach Mist, wie viel hält er denn aus? Blöder kleiner Zwerg. Ah, Mist. Aber okay, wir hatten sowieso noch nicht die 1000 Goldmünzen erreicht. Stirbt die eine Einheit nach der anderen.
Gut, jetzt können wir hier in Ruhe Gold abbauen. Machen wir mal hier den zweiten Mana-Raum hin. Das wäre eigentlich die optimale Größe, kostet aber 1000 Gold und das haben wir nicht. Dann warten wir damit noch. Ist ja jetzt nicht notwendig, dass wir das jetzt sofort bauen. Gold ist das Problem. Ich würde sagen, ob wir das Gold hinbekommen werden, dass es einigermaßen laufen wird, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ich kann schon mal hier das reinnehmen. Aber wenn euch diese Folge bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Seid doch beim nächsten Mal dabei. Das schon übermorgen. Dann sehen wir, ob das Level mit Zeit ist oder nicht. Und bis dahin. Tschüss.